Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Wunschgeburt, meinen Geburtsplan, ja, wie stelle ich mir meine Geburt vor und genau, alles so rund um Thema Geburt. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Ja, ich habe für die Hebammen im Krankenhaus einen kleinen Geburtsplan geschrieben. Der stand auf der Liste der Kliniktasche und deswegen habe ich einen gemacht. Habe mir dazu einige Videos auf YouTube angeguckt und dachte mir, ich drehe einfach selber mal so eins. Ich hoffe, einigen gefällt es. Einige haben sich das vielleicht auch gewünscht. Und genau, ich würde einfach sagen, wir fangen an mit der Wunschgeburt. Wie stelle ich mir das vor? Ja, wie hätte ich es gerne? Ich mache das Video auch super gerne einfach für mich, damit ich es mir später nochmal anschauen kann. Ja, um zu gucken, was ist eingetroffen und was nicht. Und genau, ich würde sagen, wir legen los. Natürlich wünscht man sich das, oder ich wünsche mir, dass meine Geburt nicht zu lange dauert. Also jetzt keine 3 Tage oder sowas, wo man da schon einiges gehört hat. Dass die erste Geburt lange dauern kann, ich glaube, das weiß jeder. Aber genau, ich wünsche mir einfach keine 3-Tage-Geburt. Den Wunsch kann man, glaube ich, äußern, sage ich mal. Dann würde ich gerne die ersten Wehen zu Hause haben. Also, ja, dass ich zu Hause in meinem gewohnten Umfeld einfach die ersten Wehen verarbeiten kann, veratmen kann. Ich, ja, zu Hause bin einfach in meinem Zimmer. Und ja, ich glaube, da kann ich am besten mit den Schmerzen umgehen. Und dann, ja, wenn die Blase springt oder wenn die Wehen einfach sehr, sehr regelmäßig werden, dass wir dann ins Krankenhaus fahren zusammen. Weil, ja, ich glaube einfach so, wenn ich ein bisschen zu Hause bin, dass mir das richtig gut tut. Aber halt, wenn die Blase springt oder die Wehen wirklich sehr, sehr regelmäßig werden, dass wir dann auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ja, was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist ein Kaiserschnitt. Ich habe einfach panische Angst vor Spritzen, vor Operation, Krankenhaus allgemein. Ich möchte keinen Kaiserschnitt, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Also wenn er natürlich sein muss, weil es dem Baby schlecht geht, dann natürlich. Aber wenn es nicht sein muss, dann möchte ich auf jeden Fall keinen Kaiserschnitt. Ja, was ich auch nicht möchte, weil ich panische Angst vor Spritzen habe, ist eine PDA. Ich, ja, glaube, ich kann damit absolut nicht umgehen. Klar, in dem Moment, in dem man die Schmerzen hat und man da, ja, leidet, sag ich mal, ist einem das scheißegal. Das werde ich auch bestimmt jetzt tausendmal in den Kommentaren lesen. Aber ich, ja, möchte gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier sitze, keine PDA. Schmerzmittel, was Tabletten oder irgendwelche Tropfs oder irgendwas angeht, ist absolut kein Problem. Aber ich möchte keine Rückenmarksbetäubung. Ja, dann habe ich einen Hepatitis A, B und C-Test gemacht, extra für eine Wassergeburt. Das ist bei uns nämlich Pflicht, also nur wenn man bei allem negativ ist, dann darf man in die Wanne. Und der Test ist bei mir komplett negativ ausgefallen, also ich habe kein Hepatitis A, B, C. Und dementsprechend dürfen wir in die Wanne und ich hätte auch sehr, sehr gern eine Wassergeburt. Ich finde das für die Kinder schön, wenn die von 37 Grad in 37 Grad warme Wasser gleiten sozusagen. Aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass ich da sehr gut entspannen kann. Was ich aber, wo ich das Problem habe, sag ich mal, ich bade, wenn ich bade, immer kalt. Also ich schwitze sehr, sehr schnell in der Badewanne und ich mag das einfach nicht, in so heißem Wasser zu liegen. Auf jeden Fall nicht lange zu liegen. Das merke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zu Hause bade oder so. Aber ja, werden sehen, wie das ist. Wir können es ja ausprobieren und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Felix nimmt seine Badehose mit in die Klinik. Das heißt, dass er auch mit rein kann. Die Klinik hat extra gesagt, als wir da waren, dass die Männer auf jeden Fall eine Badehose mitnehmen sollen. Nicht nackt mit rein dürfen. Wir Frauen natürlich schon. Aber die Männer sollen noch bitte was anziehen. Aber genau, das würde, glaube ich, total. Es wäre, glaube ich, für mich total schön, wenn Felix dann auch noch dabei wäre in der Wanne und wir einfach so die Zeit genießen können. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, aber so ein bisschen zum Entspannen und Relaxen, das ist, glaube ich, ganz schön. Ja, dann wollen wir auch unsere Musikbox mitnehmen. Das ist so eine Bluetooth-Box. Und dann wollen wir schön Musik hören bei der Geburt. Ich glaube, das entspannt mich total oder macht mir auf jeden Fall gute Laune.
Genau, deswegen wollen wir unsere eigene Musik sozusagen mitnehmen. Das haben sie uns bei der Besichtigung auch gesagt vom Kreißsaal, dass wir das gerne mitnehmen können, alles. Und das wollen wir natürlich auch gerne machen. Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, dass wir auf jeden Fall unsere eigene Musik hören wollen. Ja, dann ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich meinen Freiraum habe, dass ich ja auch mal rausgehen kann und draußen in die Welt schreien kann. Bei uns in der Klinik ist ein wunderschöner See. Und ja, ich denke, wenn ich spazieren gehen kann, dann würde ich das auf jeden Fall gerne machen. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich Schmerzen habe, damals bei den Regelschmerzen und so, dass ich auf jeden Fall Bewegung brauche, dass ich ja einfach meinen Freiraum brauche, mich so bewegen muss, wie es mir gut tut und ich auf jeden Fall nicht ans Bett gefesselt sein möchte, weil mir das auf jeden Fall nicht gut tut. Und genau, deswegen auf jeden Fall ganz viel Freiraum, Bewegung. Das Gute bei unserer Klinik ist, wir haben CTG, was man mit rausnehmen kann. Also die haben so mobiles CTG. Super cool. Und sie hat auch gesagt, also die Hebamme hat gesagt, als wir da waren, dass man auf jeden Fall damit auch zum See gehen kann und rausgehen kann. Und das ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich so kleine Hilfsmittelchen aufgeschrieben. Das heißt zum Beispiel, ein Medizinball würde mir, glaube ich, sehr gut helfen, weil ich glaube, das größte Problem werden einfach die Unterleibsschmerzen bzw. die Hüfte sein bei mir. Und ein Seil ist vielleicht auch ganz interessant, aber das sehe ich dann, das habe ich nämlich hier auch mit Fragezeichen auf meinem Zettel aufgeschrieben. Genau, sehen wir dann einfach im Krankenhaus, wie das am besten passt. Ja, dann hat die Hebamme auch gesagt, wir sollten unsere eigene Stillkissen mitbringen, weil die im Krankenhaus keine haben. Das finde ich ganz cool, weil ich das auf jeden Fall hygienischer finde als irgendein Fremdes, wo schon 100 Frauen ihre Kinder mit zur Welt gebracht haben. Und ich denke, das würde mir auch sehr gut helfen. Im Moment schlafe ich auch mit Stillkissen, weil ich ohne Stillkissen einfach nicht mehr schlafen kann wegen der Hüfte. Aber genau, Stillkissen auf jeden Fall auch auf der Liste, weil ich das, denke ich, auch sehr gut gebrauchen kann. Ja, dann glaube ich, dass der Felix auf seine Kosten kommen wird. Er hat letztes Mal beim CTG schon gesagt, als wir CTG geschrieben haben beim Frauenarzt, dass es ja so langweilig wird. Und deswegen habe ich gedacht, okay, der Herr kann mich doch massieren. Ich weiß ganz genau, dass ich das am Rücken total liebe. Und ich glaube, es wird mich total entspannen, wenn ich dann auf dem Medizinball sitze. Und er kraut mir so ein bisschen meinen Rücken. Ich glaube, das wäre richtig schön. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall keinen Dammschnitt. Keine äußerlichen Einwirkungen, was Saugglocke oder irgendwas betrifft. Klar, man kann das nie sagen. Und ich weiß auch ganz genau, was für Kommentare kommen werden. Aber ich möchte einfach keinen Dammschnitt. Wenn ich reiße, dann reiße ich. Und ich möchte keine Saugglocke oder irgendwas, wenn es notwendig ist. Ich möchte auch nicht, dass meine Hebamme da auf mir drauf liegt und das Baby rausdrückt und was der Geier. Ich habe schon so viel gehört. Ich möchte einfach keine äußerlichen Einwirkungen. Ich möchte das mit mir selber vereinbaren. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann hole ich mir Hilfe, aber ich möchte nicht, dass ich zu irgendwas gezwungen werde oder da irgendjemand auf meinem Bauch liegt und das Kind rausdrückt. Also am besten alles ohne äußerliche Einwirkung. Genauso möchte ich keinen Einlauf. Da, ja, habe ich auch schon einiges von gehört und möchte ich auf jeden Fall nicht. Ja, dann ist es mir ganz, ganz wichtig und damit sind wir auch schon fast bei der Geburt sozusagen. Oder sind wir schon bei der Geburt, dass die Nabelschnur nicht direkt abgetrennt wird. Ich habe mich dazu jetzt informiert und habe auch einige Hebammen gefragt und mich da ja sehr groß, weit belesen. Und ich möchte einfach nicht, dass die Nabelschnur direkt abgetrennt wird. Ich möchte, dass sie ausposiert, auf jeden Fall. Und dann kann sie gern abgetrennt werden. Aber vorher möchte ich das nicht, weil, ja. Das Kind soll nicht diesen sofortigen Abbruch haben, sozusagen, sondern sie soll auf die Welt kommen, die Nabelschnur soll auspulsieren, Felix soll sie abschneiden und dann bin ich zufrieden. Ich wurde schon öfters gefragt, ob wir die Plazenta mitnehmen wollen. Ja, die Plazenta wollen wir sehr, sehr gerne mitnehmen und dann später vergraben, wie man das so macht. Ja, dann geht es natürlich an die Zeit mit Baby. Ich möchte auf jeden Fall erstmal entspannen im Kreißsaal. Ich möchte erstmal das Baby auf meine Brust.
dann eventuell schon stillen, wenn es klappt. Und nicht direkt, dass ich raus muss und Zimmer wechseln. Klar, wenn irgendjemand gerade kurz vor der Geburt ist und ich das Zimmer räumen muss, kann ich das natürlich verstehen. Aber ich möchte sehr gerne die Zeit so ein bisschen genießen, auch echt zur Ruhe kommen. Vielleicht auch mal eine Stunde die Augen zumachen. Und dann, ja, können wir gerne weiter aufs Zimmer wandern. Ich habe mir in meine Kreislauftasche einige Sachen gepackt. Das werdet ihr aber auch noch sehen in einem Video. Und genau, dann wollen wir unbedingt ein Familienzimmer. Es wird immer erst geschaut, ob ein Familienzimmer frei ist, wenn das Kind da ist im Endeffekt. Und ja, dann schauen sie, ob sie ein Familienzimmer frei haben. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann bekommst du eben eins. Die Preise dazu habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, die bei uns waren. Aber ich glaube, allzu teuer war das nicht. Und wir wollen das auf jeden Fall leisten, weil ich nicht allein im Krankenhaus schlafen kann. Ich bin so gebrandmarkt, was Krankenhäuser angeht, dass ich auf jeden Fall nicht allein in einem Krankenhaus schlafen werde, sondern nur mit Felix. Und ja, sollte kein Familienzimmer frei sein, wird es eine ambulante Geburt. Ich weiß, da werden jetzt einige geschockt sein und mir wieder einiges in die Kommentare schreiben. Aber ja, ich möchte das so und ich kann es einfach nicht mit mir selber vereinbaren, in einem Krankenhaus zu schlafen. Aber ich denke, dass auf jeden Fall ein Familienzimmer frei wird und damit fällt es sowieso weg. Wir sehen mal und dann war es das auch. Ja, das war's, Leute. Das war meine Wunschgeburt, mein Geburtsplan. Was habe ich mir vorgestellt? Was ist okay, was nicht? Ich glaube, einige Sachen davon sind so Standard, was man halt nicht möchte und was man halt möchte. Aber ich ja, habe jetzt so meinen individuellen Plan. Der liegt auch schon in der Kliniktasche. Und ich freue mich riesig auf die Geburt. Ich habe Respekt, keine Angst. Aber ich ja, bin sehr gespannt, wie das wird. Ist, glaube ich, auch so eine Erfahrung fürs Leben. Ja, und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch wichtig bei einer Geburt wäre oder war oder ist. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!